Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life und wir haben zuletzt einen Panzer geplättet und gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammen. Nehmen unseren Freund hier wieder mit. Hier ist der noch ausbrennende Panzer, den wir mit der Tauken, so heißt die Waffe, beharkt haben. So, hier war jetzt auch irgendwo nochmal ein Sniper. Ich glaube, der war genau hier oben drin. Dann nehmen wir den alten Trick. Einfach eine Granate oben reinschmeißen. Was irgendwie letztes Mal funktioniert. Jetzt. Man muss halt den Sniper da drin wirklich treffen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. So. Dann okay, warte mal hier. Ich kümmere mich erstmal um eventuelle Gegner. So. Der Typ schmeißt die Granate nach mir, die da hinten irgendwo landet. So. Ah, guck mal, da steht auch eine Wächter, eine Wache. Okay, wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. So, das hat das letzte Mal nicht funktioniert. Das hat bei der letzten Aufnahme, hat er einfach sich geweigert, diese Tür zu öffnen. Jetzt sieht man auch schon hier, das wird ein ziemlich starker Kampf werden. Mit der vielen Munition, die ich bekomme. Ich werde hier einmal mit allem ausgerüstet, aufgeladen. Ich habe diese Waffe zurück, die ich ja verloren hatte. So. Tatsächlich habe ich letztes Mal komplett ohne diese Waffe gespielt. So, und jetzt ist es so, dass ich die beiden leider nicht mitnehmen kann. Ich muss mich nämlich hier entlang schleichen. Und das kriegt einfach den ihrer KI nicht hin. Um dann den hier machen zu können. So. Da habe ich nicht richtig. Bin ich nicht richtig gesprungen. Wieder. Dafür können wir laden. Sehr schön. So. So, dann mal eben gucken. Ich weiß, hier waren auch noch Gegner. So, das hier ist jetzt auch eine vergleichsweise schwere Stelle gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und zwar nicht nur wegen den Sprüngen. Ich weiß, hier unten sind noch. Da unten sind noch Soldaten, das weiß ich. Da ist einer. Da hat man ihn kurz gesehen. Ich glaube, da war noch einer. Ja, da bewegt er sich. Ja, hier oben können sie halt mit ihren Granaten nicht hinwerfen. Das sind lustige Züge an, dass sie dann eine Granate werfen, die dann im Endeffekt sonst wo landet. Da war noch einer, bin ich mir ziemlich sicher. So, und jetzt muss ich nämlich hier auf dieses Stück hier drauf. Und wenn ich das nicht schaffe, kann ich eigentlich laden, weil dann wieder hochzurennen und die Lebensenergie verloren zu haben. Nee, da war er übrigens. Irgendwie klappt das gerade mit dem Springen nicht so. Liegt an der Granate. Super. Ich glaube, der hat sich sogar eben selber abgegranatet. So. Also zur Info hier. Oder doch, der könnte ich doch direkt hinkommen. Schauen wir mal. Wenn ich denn im richtigen Moment abspringen drücke. Ich drücke immer zu spät springen. Dann bin ich schon im Fall. Nein. So, schauen wir es nochmal. Jetzt bin ich stattdessen. Ja, das passiert tatsächlich bei mir. Das ist so eine Marotte von mir. Wenn ich unter Druck gerate, drücke ich die falschen Tasten. Bei Controllern dann tatsächlich jede einzelne gleichzeitig. Ich drücke einfach alle Finger zusammen. Ich war mir sicher, ich bin hier zwischengelandet. Ist eigentlich ein Schnellladen? Optionen. F7. Haha, nein, F9. Da komme ich auch ständig drauf. So, jetzt geht das
gelade ein wenig schneller. So, ich muss das nicht in einem Mal versuchen zu machen. Ich muss das tatsächlich auf zweimal machen. Also, ich muss stehen bleiben beim Rennen. So. So, das hier ist jetzt eine ziemlich schwere Stelle, meiner Meinung nach. So, und zwar kommt jetzt hier gleich ein Hubschrauber. Also kommen die zwei. Und der Hubschrauber, der lässt jetzt hier Leute ab, die sich den beiden stellen werden. Aber der lässt auch immer wieder neue Leute ab. Wahrscheinlich keine Munition dran. Jetzt hier so. Ja, letztes Mal haben die mich nicht bemerkt. So, dann ist hier noch einer. Und jetzt muss ich hier nämlich. Ich spring nochmal da hoch. Wenn ich zu lange warte, dann sind wieder neue Soldaten da, die dann auch ankommen. Was ich machen muss, ich muss diese Tür hier sprengen. Dann kann ich gleich noch die zwei dann besiegen. Jetzt kommt der hier unten bringt neue Soldaten. So, ich merke, es sind zwei neue Soldaten hier auf dem Platz, die muss ich auch noch plätten. So, und jetzt kann ich nämlich hier weiter, ohne dass mir Soldaten folgen. Und hier spawnen jetzt lauter Vortigons, das sind die Viecher, die diese grünen Energiestrahlen schießen, die ich auch plätten muss. Nur habe ich jetzt auch gleichzeitig diese Waffe. Tatsächlich war es nämlich hier so, dass das hier, das hat letztes Mal nicht funktioniert, jetzt funktioniert es super. Also machen die alle platt, bevor die uns platt machen. Und irgendwann kommen keine mehr. So, dann. Das scheint so. Nein, ist das nicht. Das scheint es gewesen zu sein. Laden können. Nein. Sieht gut aus. Super. Dann schauen wir mal. So, hier ist ein Pickel auf dem Boden und der sollte uns eigentlich nach oben befördern. Das ist in diesem Spiel sehr buggy. Eigentlich sollte ich jetzt voll nach oben fliegen. Und was funktioniert dabei nicht richtig. Jetzt. Das hätte eigentlich von vornherein passieren sollen. So, und weil das so buggy ist, habe ich tatsächlich bei der letzten Aufnahme was machen müssen, was eigentlich nicht toll ist. Und ich werde es wahrscheinlich die Aufnahme wieder tun. Erstmal aktiviere ich den Kampf. Und warte ab, bis eine Seite verloren hat. Übrigens, wenn ich mit der Stimme so hin und her mache, das ist, weil ich mit nach vorne und hinten gehe, weil das Mikro seitwärts an meinem Mund ist. So, also die Menschen haben überlebt. So, da schmeißt er eine Granate zu mir hoch, die natürlich bei ihm unten wieder landet. So, das ist der einzige Mensch, der überlebt hat. Sehr schön. So. Auch schon. Okay. So, jetzt wenn wir in diesen Gang hier reingehen, dann, ich habe gespeichert, dann passiert was. Und zwar bin ich hier überrascht von Gegnern, die ziemlich fies, weil schnell sind. Und aus dem Grund lade ich nochmal.
tatsächlich haben die eine begrenzte Lebenszeit. Mist, da habe ich jetzt das... Da hat man es gehört, die gehen irgendwann von alleine drauf. Und wenn man die Zeit abgepasst hat, ohne dass die einen bemerkt haben, dann ist man relativ sicher. Ich will hier... Ah, das ist der Trick. Ah, echt jetzt? So. So. Und da kommen jetzt, glaube ich, noch mehr von der Sorte. Nein. Gleichzeitig, das sind die Nester, aus denen die kommen. Gleichzeitig ist das nämlich eine Waffe, nämlich diese hier. Ich kann die selber werfen und dann stürzen die sich auf Gegner. Beziehungsweise auch auf mich, wenn ich da zu nah bin. Das mache ich jetzt auch tatsächlich, weil... So, man sieht das hier schon. Man sieht hier schon so ein bisschen den... Nee, da sieht man es tatsächlich noch nicht an, aber hier sieht man es. Da ist das Zeug kaputt. Und das liegt daran, weil die jetzt hier das Ding zum Absturz bringen. Und ich schmeiße jetzt einfach die Viecher da rein und lasse die sich um die Leute kümmern. Das dauert ein bisschen. Okay, da ist noch jemand. Erstmal in die Richtung, aber dann irgendwann laufen sie. Okay, da scheint niemand zu sein, den sie sehen, weil ansonsten würden sie sich sofort auf den stürzen. Das könnte ich auch einfach sein, dass sie den nicht sehen. Ich habe 3 geworfen, 3 sind explodiert. Der Raum ist wieder sicher. Da unten. Ah ja. Mhm. Das mal so, falls hier noch einer ist. Nein. Die sind beide tot. Gut. So, hier in der Garage. Runter, so. Da ist eine Explosivkiste und ist eben eine Granate hingeflogen. Ja, sieht man hier nicht gut. Und ich depp natürlich gleich hingerannt. Hier, man sieht die Granate fliegen. Und dann explodiert hier alles. Das auch. So, und jetzt muss ich das runterfahren. Dann hochfahren und schnell rauf. Und das ist beim letzten Mal genauso passiert, beim ersten Versuch, dass ich von dem Ding weggeschossen wurde. Was sehr komisch ist. Ich muss also hier rauf. So, zum Glück können die nicht gut zielen. Dann gucken wir mal, ob die Luft rein ist. 1, 2, 3, 4. Sieht gut aus. Ja. Dann warten wir noch, bis die wieder explodiert sind. So. Und durch mit uns. So. Dann können wir hier aufsprengen. Ich weiß auch schon, dass da dann Gegner kommen. Da ist direkt so einer. Und auch gleich noch einer. Jetzt habe ich mich selber abgesprengt. Sehr schön. Eine wahre Meisterleistung. Sowas kriegt nur Gordon Freeman hin. Nein, nicht schießen. So, jetzt soll also der nächste kommen. Der ist auch weg und ich weiß, da ist noch einer. Und der kommt auch schon. Da ist noch einer. Ich weiß nicht mehr, wie viele es genau waren. Ich weiß, einer stand die ganze Zeit hinten am Eck. Da speichern wir nochmal. Der müsste noch da sein. Hier, nee, der stand hier hinten am Ende. Der ist tatsächlich auch schon...
Hier ist noch ein Kampf. Da warten wir wieder, bis der Kampf vorbei ist. Wir wollen schließlich wenig Aufwand damit haben. Irgendwann ist ja eine von beiden Seiten die Siegerseite. So, ich nehme es übrigens alles relativ schnell hintereinander auf. Es ist immer noch die Adventszeit 2020. Ich habe immer noch nicht meinen Urlaub. So, und dann werfen wir doch einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 von denen hier runter. Warten, bis die 5 explodiert sind. Hoffen, dass die Schaden machen. Nicht, aber die sind alle explodiert. Den haben wir auch besiegt. So, da ist auch noch einer irgendwo. Aha, hier. Und die 2 Schüsse in den Kopf hat er auch nicht überlebt. So, ein bisschen Schaden haben wir genommen, nicht so schlimm. So, wir spielen das Spiel auf einfach. Jetzt muss ich mal gucken. Das hat nicht funktioniert. Nämlich müssen wir hier dann auf diesem Mittelinselchen stehen bleiben. Um den letzten Sprung auch noch zu schaffen. So. So, bam. Hätten jetzt auch nochmal runtergehen können, aber da ist wirklich nicht wirklich was Interessantes. So, hier ist Lebensenergie. Und dann schauen wir mal weiter. Hier sieht man, dass die ja, ich weiß, das war jetzt wieder ein Kampf, den ich eigentlich hätte gehen können. Den Menschen besiegen. Hat er. Dann bin ich jetzt dran. Tatsächlich muss ich. Ja, über uns ist einer. Ich muss dahin, wo der hier steht. Und sich nicht wehren kann bisher. Wie gesagt, über uns ist noch einer. Tatsächlich nicht dran. Den hatte ich letztes Mal gesehen, als ich dann unten war. War das mal so. Gibt es irgendwas, wo ich hinspringen könnte und nicht. Nee. Ich muss den Schaden nehmen. So, dann gucken wir mal. Der da oben. Was sieht man jetzt? Das war's. So. Hier spawnen die grünen, die Vortigons. So, Soldaten kann ich doch gut hören. Sind aber nicht hier. Okay. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich also hier auf das Gebäude hüpfe. Diesmal hat der Sprung gut geklappt. Und in das Gebäude hineingehe. So. Jetzt wird mir hier ein Explosivding entgegengeworfen. Dafür gehe ich einfach her. Und um dieser Feuersbrunst zu entgehen, gehe ich einfach ins Wasser. So. Der Soldat wartet natürlich jetzt in der Ecke des Raumes auf mich. Ja, um auf mich herumzuballern. Da
Tatsächlich will ich jetzt aber auch wieder warten, bis entweder die Headcrabs oder die Menschen tot sind. Wobei es einfacher ist, die Headcrabs zu töten. Also helfe ich den Headcrabs jetzt erstmal. So. Denn die Headcrabs kann ich einfach hiermit loswerden. So. Ah, nehmen wir die hier. So, dann heilen wir uns eben nochmal. Und dann geht es weiter. Ich wollte noch gucken, ob da noch eine ist. Und zwar geht es. Upsala. Geht es hier hoch? So. Und hier hin. Und dann wird uns dieses Ding sowieso runterwerfen, weil es aufgeht. So. Und weiter geht die wilde Jagd. Oder wie gesagt, das wilde durch das Rohr krabbeln. So. Und wieder sagen sie Roger Wilco. So, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe nur mir gedacht, hier geht eine Treppe hoch und runter. Da ist bestimmt irgendwo ein Gegner. So, dann gehen wir nochmal hoch. Ich bin Gordon Freeman, Hallo? Ich bin dein Freund. So, dann kommen wir mit. Ja, dann kommen wir mit. Dich, den brauche ich, um mir eine Tür zu öffnen. So. Da war doch noch einer, wusste ich es doch. Und zwar meine ich nicht die Tür. Das ist nur die Tür, dass ich überhaupt rauskomme. Nein. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich meine. Eine andere Tür. So, hier spawnt. Da ist auch einer gespawnt letztes Mal. Der kommt wahrscheinlich noch. So, erstmal den Weg ebnen. Freund, wo bist du? Da, jetzt kann ich auch noch hier die 20% eben heilen. Sieht so aus. Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Na bitte, die Vernunft siegt doch. Wobei das schon irgendwie krass ist, weil solange sie mir nützen, nehme ich sie mit. Und dann lasse ich sie links liegen. Und die Level-Designs sind schon so, dass ich es nicht anders machen kann. Ja komm, du kannst hier ruhig reingehen. Du musst mir die Tür aufmachen. Da. Da, Tür. Jetzt blockiert er mich, jetzt komme ich nicht raus. Blockiere ich ihn und er blockiert mich. Also, Freund, komm mit. Alles klar, ab durch die Mitte. Und. Sehr schön. Manchmal ist mich das Pathfinding hier schrottig. So. Was zum Geier ist das? Ja, das ist so ein Häuschen. Reingehen kannst. Genau. Manchmal müssen sie diese Hotspots, dass sie was tun können, erstmal, das muss ich erst aktivieren. Und er steht jetzt genau vor dem Ding. An einem Stück überleben. Und jetzt merkt er erst, dass er das machen soll. So. Das stinkt nach einem Hinterhalt. Und jetzt bleibt. Das könnte ich ihn zwar mitnehmen. Mache ich einfach mal. Alles klar. Los. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich weiß, welche Stelle das ist. Die habe ich gehasst. Und zwar laufe ich jetzt hier durch. Der ist super stark. Der kann mich ja. Das ist der gleiche, den wir bei dem Zug hatten. Und jetzt bin ich hier und kann hier zwar irgendwo hoch. Ach ja, genau. Ich kann hier drüber springen. So. In das Wasser hinein.
Ist da noch was? Nee. So, und jetzt muss ich tatsächlich schnell sein. Jetzt muss ich also hier hoch und muss die Antenne umschießen. Das war mal dann. Weil der kommt jetzt, der sprengt sich jetzt hier langsam durch und dann kommt er zu mir und bringt mich um. Das hat nicht funktioniert, das muss man ein Stückchen weiter nach rechts. Das ist echt, jetzt kommt er hier, jetzt kommt er schon. Jetzt. Und jetzt muss ich als nächstes hier die mir die Tür freisprengen. Nicht da. Doch. Doch da, genau. Jetzt kommt er schon hin. Ah, fuck, ich habe die Wand vergessen. Die Wand muss ich auch noch freisprengen. Okay. Dann machen wir es mal umgekehrt. Erst hier. Die Wand und die Antenne. Jawohl. So, und jetzt kann ich hier, der ist mittlerweile hinten durch. Jetzt kann ich hier rüber. Und hier rein und der kann den und dadurch habe ich ihn runter gespeichert. Super, 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 super. Mein Speicherstand, mein Schnellspeicherstand war quasi kurz vorm Tod. So viel zum Thema Save Often. Wenn du zu often speicherst, dann speicherst du Müll. So, also nochmal rüber. Und hier sieht man wieder das, die Krux von diesen Dingern. Übrigens bei der vorherigen Aufnahme gab es nur Probleme mit dem hier. So wie jetzt. Genau die gleichen Probleme. So. Diese Szene werden wir übrigens in dem zweiten Teil in Opposing Force auch nochmal sehen. So. Karte ist nicht synchron zur Realität. Nein, das hat nicht gezählt. Ich lade neu. Weil, wenn man zu langsam ist, dann kommt ja das Vieh. Da die Erkennung, wann er mich hochschießen muss, ist... Ja, jetzt hat er mich zum Beispiel in die andere Richtung geschossen. Das ist echt total frustrierend. Warum habe ich eigentlich da gespeichert und nicht hier? So... Wie gesagt, diese Szene sehen wir nochmal in Opposing Force aus der Sicht der Soldaten. Ach, das hat doch geklappt. Ach Mann. Da kommt man sich manchmal verarscht vor. Ach, die Wand habe ich vergessen. Wenn es schnell gehen muss, weil das Spiel eine Zeitlimit einbaut. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was falsch ist.
Wieso? Auf der Karte bin ich schon lang in dem Ding drin und es geht trotzdem nach außen. Das ist echt, ich verstehe es nicht. Es ist einfach zum Kotzen. Diese Stelle ist echt einfach nur zum Kotzen. Jetzt haben wir es doch. So, und jetzt muss ich hier einfach rein. Lass mal weiter rennen. So, jetzt kann ich speichern. So, das hier ist auch eine fiese Stelle. Und zwar ist der Trick, dass man auf dieses Stück, was darunter gefallen ist, man sieht, ich stehe unter Druck und bin genervt. Weil ich, wenn das zweite Stück runtergefallen ist, kann es... Wieso geht das jetzt nicht? Das ist tatsächlich genau die Lösung. Nur, die Spielengine hängt an jedem Scheißdreck fest. Entschuldigung, ich habe mich gerade total auf der Drücke. Jetzt bin ich da runtergefallen. Echt so nervig. Ja, jetzt hab ich's geschafft. Das sind echt unnötige Probleme, die einem das Spiel da macht. Ich glaube, ich habe gerade eben die Selbstschussanlage aktiviert. Ich glaube, die schießt jetzt auch nicht. Das hier wird jetzt auch immer schwer. So, Gegner. So, gut, das haben wir. Und das war natürlich noch nicht alles, sondern stattdessen sind hier noch mehr von denen. Ich muss genau dann nachladen, wenn ich den Schuss brauche. Ist ja tatsächlich aber auch, weil ich zu doof bin zum Mitziehen. Also. 6. 5. Ich bin schon mit starken Händen. 4, 3. Zum Mitziehen, sag ich doch. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. Das lief um viele Längen besser. Ich wette, das piekt nicht schlecht. Ja, ich glaube, dass du gerade auf mich geschossen hast, oder? Das sein? Freund gerade auf mich geschossen hat. Das passiert mich in dem Moment, wenn ich aus Versehen meinen Schaden, den ich mache, ihn mittreffe. Dann bin ich auf einmal böse und muss auch getötet werden. Das war aber, glaube ich, das hier. Das war blöd, weil ich mich selber in die Luft gejagt habe. Okay.
Jetzt wisst ihr, wo die herkamen. So, jetzt muss ich wieder warten, bis die explodiert sind. Das ist quasi ein Nest von diesen Viechern. Auch ein Nest von diesen Viechern. Sind noch welche da? Hört mehr. So. Ich würde sagen, das war der Rest. So, und dann flüchten wir uns jetzt hier rein. Einmal drauf machen. Einmal an die Leiter hängen. So. Und bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, machen wir die Folge mal zu Ende. Also, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und nächste Woche geht's weiter. Ciao, miau.